Also, das ist ja unglaublich. Das ist kein Zweitakt, doch, oder? Ja, den kriegen wir hoch sogar, würde ich sagen. Ja. Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Ihr seht schon, wir sind wieder am gleichen Kanal wie in den letzten Wochen angelangt, aber diesmal auf der Brücke oben. Und ja, wir wollen hier auch entspannt ein bisschen weitermachen. Ich denke mal, an dieser Brücke hier wird eine ganze Menge rauskommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ein Video pro Brückenseite hinkriegen. Ich sehe da auch schon was, aber ich erkenne es noch nicht. Das werden wir vielleicht gleich gemeinsam herausfinden. Wenn euch der ganze Kram gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, verpasst ihr nichts mehr auf diesem Kanal. Und auf Instagram könnt ihr vorbeischauen. Würde mich da auch über ein Follow freuen. Ansonsten ganz wichtig, bei Holy ist gerade Black Week. Ihr spart extrem viel. Und spart mit meinem Code auch nochmal 10% mit Code Lange hier eingeblendet. So Freunde, hier muss ich jetzt nochmal ganz dringend unterbrechen. Und zwar hat Holy ein unglaublich krasses Gewinnspiel für euch da draußen am Start. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit jeder Bestellung, die mindestens 10 Euro beträgt, ein Ticket sozusagen, ein Los für das Gewinnspiel zu bekommen. Das heißt also 20 Euro Einkaufswert sind 2 Tickets, 30 Euro Einkaufswert sind 3 Tickets und so weiter. Es gibt ein Auto zu gewinnen im Holy Look. Einfach ein Auto, was ist das? Ist ja unglaublich krass. Dann noch dazu 5 PlayStation 5 werden verlost, sowie 10 Holy Neon Signs. Das ist ja mal ein unglaublich krasser Gewinn, den ihr da bekommt. Und noch weitere wunderbare Preise. Vergesst auf gar keinen Fall, den Code Lange von mir zu benutzen, um mich dann damit auch nochmal zu unterstützen. Also würde ich sagen, jetzt haut nochmal richtig in die Tasten. Unten ist in der Videobeschreibung auf jeden Fall der Link zu dem ganzen Kram. Und jetzt machen wir weiter mit dem Video. Let's go! Ich würde sagen, wir starten entspannt rein. Alter, jetzt fliegen ein paar Schwänchen hier entlang. Sind schon majestätische Tiere, kann man sagen, ne? Jetzt haben wir starten rein, let's go. Also ich sehe jetzt schon 2 Gestelle. Eins davon habe ich schon dran. Also es liegt unglaublich viel hier drin. Ich sehe da vorne ein Gestell. Also ich weiß halt noch nicht, was es ist. Deswegen habe ich es erstmal noch Gestell bezeichnet. Habe ich jetzt hier schon dran. Das sieht aus wie... Nee, was ist das? Oh. Wirklich gerade angefangen. Direkt geht's los. Es sind auch, glaube ich, Stühle. Sehr interessante Stühle, aber es sind Stühle. ja, und davon ist, glaube ich, noch ein zweiter drin. Die sind wenigstens schön leicht und eigentlich super easy sauber zu machen. Also die kann man wirklich noch nutzen. Die müssen nicht zwingend auf den Schrottplatz, oder? Was meinst du? Ja, also zum Campen für die nächste Tour. Zum Campen, genau, für die nächste Campingtour. Das ist eine gute Idee. Wir haben übrigens heute... arschkalte Nummer. Als wir losgefahren sind, waren es Minusgrade. Jetzt, was haben wir? 3 Grad oder so? 4 vielleicht höchstens. Maximal? Hä? Höchstens. Ich glaube, es sollte nur 1 Grad werden. 1 Grad? Sowas. Hm? Das ist krass. Nicht schlecht. Aber es geht gerade noch, finde ich. Also mit der Sonne ist schon schön. So. Ist wieder voll. Also ich habe gerade lokalisiert, dass wir noch 2 solcher Stühle da unten haben. Aber jetzt ist was anderes. Es ist ein normaler Roller, kein E-Scooter, nichts. Es ist ein einfacher Roller, wie man ihn kennt. Auch noch vollständig das Ding. Nur halt echt mit richtig, richtig viel Muscheln. Ew. Den müssen wir gleich ausprobieren. Siehst du, rollt noch das Ding. Ja. Geht doch. War das so ein nicen Trick? Nee, das lassen wir. Nee, geht nicht. Aber guck, cooler Roller. Wunderbar. Habe ich richtig erkannt, würde ich sagen. Das ist der zweite Stuhl. Ja, die sind auch im Top-Zustand. Ich weiß nicht, warum man die wegwirft. Ist doch Quatsch. Würde ich nicht wegwerfen, sowas. Finde ich gut. Richtig gute Stühle. Wunderbar. Dritten werden wir auch noch rausnehmen, denke ich. Weiter geht's. Also ich kann hoffen, dass es vielleicht ausläuft.
Ja, der könnte gut auslaufen. Ja, der läuft aus, das ist gut. Ja, den kriegen wir hoch sogar, würde ich sagen. Ja. Ja, der ist nicht so groß, aber wie man sieht, ist er natürlich wieder offen. So, also aber ihr seht, war schon offen, ist natürlich leer. Die liegen auf jeden Fall auch noch nicht lange unten drin. Die haben sich nämlich noch fast gar nicht verfärbt und es ist auch noch keine Muschel dran, vor allem. Also lasst sie mal maximal eine Woche drin liegen. Aber ja, drei eigentlich coole Stühle, würde ich sagen. Ich glaube, das war es auch mit den Stühlen. Ja, mal sehen. Mal sehen, was hier vor allem noch rauskommt. Ist ja Wahnsinn, das ist hier in 10 Minuten rausgekommen. Ist ja unglaublich. Weiter geht's. Also für mich ist das immer ein Highlight, das Fahrradschloss. Nein, aber für mich ist das immer ein Highlight, wenn so ein Euro dran ist. Weil eigentlich ist Euro nicht magnetisch. Beziehungsweise nur zu so 8%. Ich glaube, da ist irgendeine Legierung drin. Das ist also eine ganz, ganz bisschen Legierung, weshalb es ganz bisschen magnetisch ist. Deswegen haben wir in der Regel keine Euros dran. Aber in dem Fall hatten wir einen dran. Guck mal, wie schwach die magnetisch sind. Das ist wirklich nur ganz leicht. Aber cool. Ein Euro. Ja. Lohnt sich auch richtig. Mensch, Stahlplatte der feinsten Art. Okay. Komische Stahlplatte an der Stelle. Keine Ahnung, was. Die ist auch richtig schwer, ne? Oh, da hat sich ein bisschen was angesammelt. Weiß ich jetzt nicht, was das genau ist. Wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare damit. Weiter geht's. Naja, hier könnte jetzt wirklich alles drin sein. Ich bin hier wirklich mit. Ich rechne an dem an der Brücke wirklich mit allem. Klar sind Fahrradschlösser hauptsächlich mit dabei. Hey, hier ist sogar ein Knoten drin. Natürlich. Und was auch immer das ist, da keine Ahnung. Naja. Da wird schon noch was Spannendes rauskommen. Aua. Ja, das Problem ist aber, das hat sich voll, der hat sich wieder vollgesogen. Den kriegen wir so einfach nicht raus. Nee. Oh, toll. Jetzt kriegen wir ihn gar nicht mehr raus. Das sind nur die Beine vom Stuhl. Den Stuhl haben wir gerade verloren. Der ist uns abhanden gekommen. Oh, und ein Liebesschlösslein. Aber geöffnet worden. Mit welchen Buchstaben? Gar nichts. Naja, man könnte es zu einem Tisch umfunktionieren. Dann passend zu den Stühlen. Ah, warte. Warte. Deutsch. Naja. Weiter geht's. Also die Sonne blendet mich echt krass. Ich bin aber froh, dass die Sonne draußen ist, weil es macht es alles ein bisschen wärmer. Brillen-Etui. Jetzt drückt mal die Däumchen, dass hier noch ein Brillchen drin ist. Oh no, es ist nur das Brillentuch drin. Schade. Der hätte schon noch mal eine coole Brille drin sein können, finde ich. Naja, egal. Weiter geht's. So, erstmal ein Feuerzeug. Funktioniert nicht. Und ist der mir gerade wieder runtergefallen? Ja, ist mir gerade wieder runtergefallen. Werden wir noch wieder rausnehmen. Und ein Bolzenschneider. Womit man die Schlösser durchkriegt. Warte, wir probieren wieder. Ne, so eine Schlösser haben wir schon öfter probiert. Wir probieren heute mal so ein Schloss. Einverstanden? Wir probieren heute so ein Schloss. Bin mal gespannt, ob das klappt. Irgendwie geht es weiter zusammen. Ich glaube, wir haben hier den Schloss-Endgegner. Also nee, den Bolzenschneider-Endgegner, eher gesagt. Ich meine, das Schloss kriegen wir nicht durch. Wobei,
probiere es nochmal. Doch, ich glaube, das kriegt man auch durch. Ist ja Wahnsinn. Ach, krass. Ist schon ein ungutes Gefühl irgendwie, oder? Alter, diese Bolzensteine sind ja geisteskrank. Dass sie sogar so eine Schle... Okay, ich glaube, ich lasse mein Fahrrad nie wieder irgendwo stehen. Das kannst du wissen. Krass. Vor allem, du bist ja auch noch nicht mal sonderlich stark. Weißt du? Aber schwer, das passt. Aber es ist halt, also, das hätte ich wirklich gedacht, kriegst du nicht hin. Welche, die halt wirklich das täglich machen, das ist in einer Sekunde, ist es durch. Die setzen das einmal ja an und das ist nicht durch. Gedauert, ne? Ja. Krass. Okay, und es ist ja auch nicht laut, ach du Scheiße. Naja, und ihr da draußen klaut bitte keine Fahrräder. Das ist jetzt hier kein Aufruf an euch, dass ihr Bolzenschneider benutzen sollt. Auf was ist das? Oder? Ich glaube, ich habe alles gerade verloren. Ne, wir haben ein bisschen noch was dran. Es ist wieder ein Hammer, glaube ich, oder? Oh ne, ein kleines Hackebeil. Witzig. Oh, das hatten wir so auch noch nicht. Aber auch wieder mit dem löchrigen Griff, ne? Das ist alles hier die gleiche Marke, wie der Hammer letztens. Ein Hackebeil. Sehr interessant. Da hat man bestimmt den Tresor mit aufgekriegt. Cool. Okay, das Rohr oder was auch immer das war, haben wir verloren. Aber es ist noch ganz viel anderer Schnickschnack. Das sieht aus wie ein Bügelbrett. Ja. Ein fucking Bügelbrett. Was zum Henkel. Witzig. Sogar ein Bügelbrett mit Steckdose am Brett dran. Da. Oder ist das... Ah, das sieht selbst gemacht aus. Ja, das ist auf jeden Fall selbst gemacht. Cool. Aber waren Bügelbretter nicht immer so mit Stoff oben? Ja, oben drauf kommt, ist dann immer so ein Stoff. Es kommt noch mit extra drauf, oder? Genau. Siehst du, ich habe noch kein Bügelbrett. Jetzt habe ich eins. Jetzt finden wir noch das Bügeleisen zu. Wobei, letzte Woche haben wir ein Bügeleisen gefunden. War kein elektrisches, nur das mit Stahl. Bügelst du denn seine Sachen nicht? Nö. Brauche ich auch nicht. Oh, der ist schwer, der ist schwer, der ist schwer, der ist schwer. Der ist schwer. Der ist richtig schwer, Tobi. Oh. Oh. Also, das ist ja unglaublich. Das ist kein Zweitakt, doch, oder? Das sind auf jeden Fall zwei Zylinder. Also hängst gut. Ja, die Scheibe scheint richtig massiv zu sein. Schön vorsichtig dranbleiben. Gut gemacht. Ist das ein Motor, oder? Das ist ja unglaublich. Kann ich auch sagen, ja. Entweder ist es die Hälfte von einem reinen Vierzylinder. Oder halt nicht. Warte mal. Oh, das sieht mir aus wie ein Kolbenfresser. Das sieht mir aus wie ein Kolbenfresser. Guck dir mal die Kolben an. Was haben die denn für eine Form angenommen? Ich bin jetzt kein Experte, aber so eine Kolbenform ist, glaube ich, nicht ganz so praktisch. Ich glaube, da war jemand richtig sauer und hat einfach sein... Wobei man doch wieder sagen muss, dass die Kolben aber erstaunlich gleich aussehen. Aber warum sehen die so aus? Ey, also, da brauche ich wirklich Hilfe. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Was zum Geier das ist. Also es ist auf jeden Fall ein Motor. So. Und ich schätze von der Größe her schon so ein Motorradmotor. Ne? Zwei Zylinder, zwei komische Zylinder, aber geil, einfach mal einen Motor in der Hand hier. Na, hier fehlt der Dichtungsring, weißt du, und eine Schraube haben sie hier weggelassen. Und was ist das hier? Drosselklappe? Ist das hier die Drosselklappe? Boah, das ist super gewagt, Alter.
Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video der JP Performance GmbH. Ja, da müsst ihr mich mal aufklären. Vielleicht schicke ich ja Jean-Pierre Krämer ein Foto von dem und er hilft mir. Meint ihr, er würde das tun? Oder ihr da draußen? Schreibt ihn. Ich glaube, eine Nachricht von mir wird er nie sehen. Und, oder ihr beantwortet es mir einfach. Ihr müsstet ja, also viele von... Oh, guck mal! Guck mal. Es funktioniert noch. Boah! Das ist schon faszinierend gerade, oder? Cool. Naja, auf jeden Fall haben wir es hier mit dem Motor zu tun. Ja. Mehr muss ich dazu nicht sagen, glaube ich. Ich glaube, wenn wir hier drehen, dann drehen sich die Zylinder auch. Alter, wie geil. Oh, das ist ja wahnsinnig cool. Und es ist halt richtig noch gut geölt, ne? Da ist jetzt kein doller wow. Widerstand. Aber warum haben die so eine Form? Ich dachte immer, die decken oben komplett ab. Die müssen das ja eigentlich komplett verdrängen da oben, ne? Das geht ja nur mit einer glatten Form. Ich weiß es nicht. Ich bin echt doll Laie, auch vor allem was so Zweizylinder angeht. Viele in die Kommentare werden ausrasten, was ich hier für Quatsch laber. Es tut mir leid. Ich habe ein wirklich gefährliches Halbwissen hier eingebracht. Na gut, weiter geht's. So, das, was von der Seite aussah wie ein Einkaufswagen, ist aber kein Einkaufswagen. Ich glaube, hier hat jemand seinen kompletten Metallschrott einfach im Wasser entfernt. Aber du kriegst doch sogar Geld beim Schrottplatz. Also so weit hätte das jetzt auch noch bringen können, finde ich, oder? Wie schlecht einfach, wie schlecht. Was ist das? Eine Garderobe. Eine Garderobe, genau. Hängst du an der Wand, so. Und dann hast du eine Garderobe. Witzig. Wie schlecht einfach. Hä? Gleich ist leer. Also den da. Er riecht nach Schokolade. Das war der erste Geruch, der in mein Gehirn kam. Er sieht aus wie weiße Schokolade und er riecht nach weißer Schokolade. Doch, so richtig doll sogar. Echt, ich will auch mal riechen. Der riecht nach weißer Schokolade und er sieht aus wie weiße Schokolade. Vielleicht war das ein Stuhl, der extra nach weißer Schokolade riechen sollte. Er riecht nach gar nichts. Ach Mann. Ich glaube, Leder riecht auch echt ähnlich wie weiße Schokolade. Mm-mm. Jetzt hängt mich nicht ans, ne? Oh. Oh. Meine Herren, du. Gut. Grundlegende. Was denn? Bin ich geistig verlassen oder kann ich nicht mehr zählen? Oh. Aber der hat die nicht wieder reingeworfen, oder? Komm, wir gehen mal zusammen zählen. Also vorhin waren hier 3 Stühle. Jetzt sind hier noch 1. Ja, zum Geier hatten sich hier die Stühle mitgehen lassen, ohne zu fragen vor allem. Nein, grundsätzlich ist das kein Problem, aber ich hoffe, er hat sie nicht wieder reingeworfen. Wie witzig. Nö, du, aber ist doch genau das, was wir ja wollen, dass sie wieder genutzt werden. Der hätte den dritten schnell auch mitgenommen, wenn der nicht so vollgestellt wäre. Ja, ich habe es auch gar nicht gesehen jetzt. Der hat sich die geschnappt und ab geht die Post. Ja, solange die nicht wieder im Fluss landen, ist mir das eigentlich Rille. Ja, die können da mitnehmen, was sie wollen. Ich hoffe, die nehmen den Motor nicht mit, weil den will ich noch herausfinden, was wir da haben. Jetzt möchte ich aber auch noch einmal riechen. Ja, dann riech. Aber mach mal ab den Magneten. Falls du mit deiner Nase dran hängen willst. Nee, falls ich mit dem Handy irgendwie dumm bin. Ja, okay, krass. Riecht und? Nach gar nichts. Ja, ja. Nee, riecht nach gar nichts. Ja, jetzt nicht mehr, aber er hat ganz tollen weißen Schokoladengeruch gehabt. Na gut. Es ist wirklich ein Fahrradständer, Tobi. Oh mein Gott. Also was zum Geier, wer hat denn das alles hier entsorgt? Mal ernsthaft jetzt. Ist ja unglaublich. Warum? Lass ja das Restaurant da hinten verkaufen oder so.
Mein Freund, eine Frage. Ja. Wo kann man so eine starke Magnet? Einfach im Internet. Einfach Bergemagnet suchen. Wie? Bergemagnet. Mhm. Wie teuer ungefähr das? Na, der kostet so 260, 300. Das ist gut. Ja, der hat 1,6 Tonnen Zugkraft. Dankeschön. Dankeschön. Guten Tag. Ja, ich den versuche zu erklären, dass es bei Magneta zu holen ist. Ich glaube, naja. Aber ihr wisst ja, Magneta. Und in der Videobeschreibung der Link zu Magneta. Wichtig und richtig. Oh. Wow, jetzt bin ich in Dingszoom. Weitwinkel? Ja. Hallo. Da hat er gerade den Stuhl mitgenommen. Also er hat uns gefragt. Er hat jetzt gefragt, ob er den Stuhl mitnehmen darf. Ich habe das Gefühl, Stühle sind hier heiß begehrt. Vielleicht landen die alle im Wasser deswegen, weil die so, weiß nicht, so heiß begehrt sind und man töten würde für einen Stuhl. Ich weiß es nicht. Interessant, aber er läuft jetzt mit dem Stuhl weg. Ist jetzt einfach seiner. Digga. Also ich find's cool. Ja, aber er hat wenigstens gefragt. Der andere ist ja einfach gegangen. Gut, aber es gehört ja im Grunde auch nicht uns, also ist ja auch egal. Weiter geht's. Oh, also das sieht sehr cool aus. Das hat auch was mit was Technischem zu tun. Hier oben sind so Kontakte. Das hier ist aus dem Glas, hier unten auch. Sieht so ein bisschen aus wie ein Pendel. Hat wahrscheinlich irgendwie irgendeine Einstellungsmöglichkeit, also womit du irgendwas einstellen kannst wahrscheinlich. Vielleicht irgendwas mit Licht. Ja, ja. Ja, kann sein. Mit Licht könnte sein. Auf jeden Fall steht hier 12 Volt, maximal 20 Watt. Steht hier drauf. Genau. Und das ist kein Glas, das ist maximal Plexiglas. Aber, well, interesting. Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, so ein Teil findet sich schnell raus, wofür das ist, weil das ist schon sehr speziell. Richtig? Richtig. Dankeschön. Komm schon, dreh dich. War schon wieder ein bisschen zu schwer, muss ich sagen. Ja, die da hinten deine Funde fotografieren. Tja, darf er doch. Aber wie viele? Hä? Wie viele? Das waren gerade bestimmt 5 Leute in 2 Minuten, die da stehen geblieben sind und ein Foto gemacht haben. Ja, können sie doch machen. Es ist nur der Magnet durch den Einkaufswagen runtergefallen. Aber siehe da. Doch noch ein Einkaufswagen, wo ich dachte, dass wir hier doch keinen mehr haben. So, das ist auch schon der vorletzte Fund vom heutigen Video. Boah, das sieht wie ein richtig platt gedrückter Wagen vom Fahrrad aus. Ist es auch, ne? Mensch, der ist ja sogar schon mal durch die Schrottpresse gegangen. Also wenn du das so flach hinkriegst. Einfach nur noch 2D. Was ist auf jeden Fall ein Einkaufswagen? Sehr interessant. Einkaufswagen? Hä? Einkaufswagen? Ich dachte, du meinst Fahrradkorb. Hab ich Einkaufswagen gesagt schon wieder? Ja. Nein, ich meine natürlich Fahrrad. Fahrradkorb. Wir können alles hier runter, Mann. Was ist das? Mann. Also, das ist der letzte Fund für heute. Das sieht mir aus wie von einem Schirm. Von so einem großen Sonnenschirm. Da sind in der Regel so diese Gewichtssteine drin, glaube ich. Und ja. Und hier ist noch ein Liebesschloss. Und da steht sogar was drauf. Elis oder Alice oder Elis? Vielleicht ist es auch ein stummes S. Eli. Vielleicht ist es auch die Marke. Meinst du? Nee, gar keinen Fall. Da kommt ein Schloss von Alice oder Elis. Im Wunderland. Alles klar, gut, ich hole das Auto, dann machen wir die Abmod. Beziehungsweise wir räumen erstmal auf und dann machen wir die Abmod. So Freunde, das war's auch schon wieder von diesem wunderbaren Video hier auf dem Kanal. Ja, ihr seht, wir haben es wieder alles aufgeladen, alles schön gesichert. Und ach du Leute. Scheiße. Ja, ich habe mein Mikro schon weggeräumt. Ich mache jetzt einen auf den hier. So Freunde, das war's auch schon wieder von diesem wunderbaren Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das ist der Fall. Zeigt es mir mit dem Däumchen nach oben, lasst ein Abo oder aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr gar nichts mehr auf diesem Kanal. Ja, ihr seht, wir haben hier alles reingeräumt, was reinzuräumen war.
alles ist weg. Wir haben sogar die Garderobe noch verkauft bekommen. Wir haben sie jemanden gegeben, der sie unbedingt wollte. Coole Sache. So kann man natürlich auch Sachen loswerden, spare ich mir das Aufladen. Ja, schaut jetzt auf jeden Fall noch bei Holy vorbei. Black Week Plus Gewinnspiel. Und zwar wirklich krass Gewinnspiel. Wie gesagt, ihr könnt ein Auto gewinnen, ihr könnt sämtliche andere Sachen gewinnen. Geschmäcker USW. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Kann ich wärmstens empfehlen. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen und Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Das war's von mir und Tobi, der hinter der Kamera steht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.